Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich habe so kein ganz spezielles Thema heute, doch ich habe ein spezielles Thema, das schon, aber keinen so speziellen Content, wo ich dann immer noch versuche, zum Schluss dann doch noch etwas dir euch mit auf den Weg zu geben. Aber vielleicht kannst du ja doch mal aus dem, was ich dir jetzt gleich erzähle, etwas für dich entnehmen. Für dein eigenes Leben. Denn ich stehe jetzt vor einem gewissen Sprung in meinem Leben, vor einer Herausforderung, das ist besser gesagt. Und darüber möchte ich jetzt einfach mal so deine Gedanken mit dir teilen. Ich habe ja vor 13 Jahre ist es jetzt schon her, die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet, war ja die erste Zeit da in Face-to-Face-Coachings unterwegs. Also hier zu Hause eben zunächst mal die ersten Coachings gemacht, dann hatte ich später Räume angemietet, habe Seminare gemacht, physische Seminare vor Ort, bis ich dann so vor etwa 3-4 Jahren den Impuls hatte, ich möchte noch mehr Menschen erreichen, möchte aber jetzt im Moment keine großen Hallen füllen, weil das auch für mich auch jenseits meiner Vorstellungskraft damals gewesen wäre, sondern habe einfach so den Segen des Internets in der Richtung genutzt und habe ein Online-Business dann ja, daraus entwickelt und bin ja jetzt schon seit knapp 2 Jahren nur noch online-technisch, also ganz, ganz selten, dass ich da einfach auch mal noch Coachings mache, einfach nur mal so zwischendurch oder so ein paar Klienten, die einfach noch da sind, mit denen mache ich noch einzelne Coachings, aber ansonsten findet das ja alles in Form von Online-Kursen und einem solchen Angebot derzeit statt. Und dann habe ich, die Rauhnächte stehen ja jetzt an, am 21. Dezember geht es nochmal los, da freue ich mich natürlich auch drauf, mich dieses Jahr nochmal in die Energien der Rauhnächte zu begeben. Mit den Rauhnächten arbeite ich jetzt auch schon seit 2011 und mache da immer so eine Jahresplanung. Und diese Planung, die man in den Energien der Rauhnächte macht, die hat eine andere Qualität, weil da überlegt man sich nicht vom Kopf her, was würde ich denn gerne im neuen Jahr alles erreichen, sondern das ist eine Planung, die aus dem Herzen herauskommt, die einen dann einfach auch durch das Jahr begleitet und so schafft man es dann eben auch am Ball zu bleiben und seine Ziele dann wirklich eben auch zu erreichen. Und letztes Jahr, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich in so einem größeren Ritual dann so meine Ziele auch dem Universum nochmal zusätzlich übergeben habe, ist in diesem Jahr hier so, so viel passiert, es ist so viel in Bewegung gekommen an einzelnen Projekten, an Gemeinschaftsprojekten, an Zusammenarbeit, an Kontakten und so weiter. Und ich jetzt einfach so an dem Punkt angekommen bin, wo es darum geht, ein bisschen mehr am Unternehmen zu arbeiten und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, wo ich einfach Unterstützung brauche, also nicht mehr alles selbst mache. Ich war ja immer so als Self-Woman unterwegs, ich habe die Homepage selbst gestaltet, ich habe die Technik selbst gemacht, ich habe die Videos selbst geschnitten, ich habe die Meditationen, die MP3-Dateien selbst aufgenommen und bearbeitet und. Und jetzt bin ich einfach so an der Stufe angelangt und letzten Endes wollte ich ja dahin. Dennoch merke ich, wie das jetzt so eine Herausforderung für mich wird. Nämlich viele Dinge, die ich nicht mehr selbst machen muss, weil es einfach der Zeitrahmen nicht mehr zulässt, abzugeben. Ich habe immer alles so gerne selbst in der Hand und habe auch immer alles gerne, wenn etwas gemacht werden muss, auch gerne gleich erledigt. So nach dem Motto, ich brauche es morgen, aber gestern soll es schon fertig sein. Und da jetzt so ein Team aufzubauen, das zwar schon so ein bisschen entstanden ist, aber zunächst mal hier im familiären Bereich, wo mein Sohn, meine Tochter und auch mein Mann da mit involviert sind und mit der Videobearbeitung und MP3-Bearbeitung und solchen Dingen. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weit darüber hinaus, dass es einfach auch darum geht, weil noch neue Internetpräsenzen entstehen zur spirituellen Therapie online. Und zur holistischen Zahngesundheit wird es eine eigene Internetpräsenz geben. Und da sind natürlich viele Plattformen und Dinge auch von der technischen Seite her zu erschaffen. Und da habe ich mich jetzt dazu entschieden,
auch das abzugeben, also unser Team jetzt einfach noch extern zu vergrößern. Da brauche ich natürlich auch ja, in meinem Team Menschen, die sich da von der technischen Seite her auskennen, aber auch so, dass ich zusätzlich auch noch den Zugriff habe und zwischendrin mal kleinere Dinge mal noch selbst erledigen kann. Und ich merke, wie mir das jetzt so ja, schwerfällt, möchte ich nicht sagen, weil ich habe ja eine bewusste Entscheidung getroffen, entweder ich bleibe jetzt an dem Punkt stehen, wo ich gerade angelangt bin, oder ich mache den nächsten Quantensprung und lass da noch was viel, viel Größeres draus entstehen. Und da geht die Planung inzwischen auch schon bis ins Jahr 2020. Das ist einfach gigantisch, was da alles so entsteht. Ja, und dann kann ich nicht mehr überall an erster Stelle an der Front mit dabei sein, sondern dazu bedarf es dann einfach der Entscheidung, loszulassen und Aufgaben und Tätigkeitsfelder einfach abzugeben an ein wunderbares Team. Ich weiß auch, dass da ein wunderbares Team weiterhin entsteht, dass da eine ganz tolle Zusammenarbeit auch einfach entsteht. Ich werde da so auch aus dem Herzen heraus Menschen suchen, mit denen ich dann künftig zusammenarbeiten werde. Und da geht es mir auch darum, dass derjenige jetzt nicht nur in diesem Team mit dabei ist, weil er dabei zusätzlich Geld verdient, sondern dass er einfach auch mit dem Herzen dabei ist und auch die Projekte, die Herzensprojekte, die ich da einfach starte und ins Leben rufe, dass er sich damit auch einfach identifiziert und nicht nach Schema F da zum Beispiel eine Homepage gestaltet. Ich weiß, dass diese Menschen da zusammenfinden würden und dass da auch ein großartiges Team entsteht, aber trotzdem ist es jetzt für mich so eine Herausforderung loszulassen, weil ich das einfach merke und ich mich so die letzten Tage auch ein bisschen gedrückt habe, so ein bisschen was abzugeben, weiterzugeben, bewusst es hinauszutragen, verschiedene Menschen zu kontaktieren. Hey, hast du Lust? Ich suche da Unterstützung, da ins Team zu kommen und die Aufgabenfelder zu übernehmen. Ja, aber das sind dann alles Dinge, wenn man sich immer mehr auf seinen Herzensweg begibt, auf sein Herz lauscht, den Denker, den Kopf als ja, Beobachter einsetzt. Jetzt habe ich doch noch so ein paar Informationen für dich, die du dann auch für dich, für dein Leben, für deine Ziele, für deine Projekte entnehmen kannst. Wenn man so auf dem Weg bleibt und fokussiert einfach auf seinen Weg geht, an seinen Zielen arbeitet, Träume wahr werden lässt, auch mal wieder anfängt, Tag zu träumen. Das heißt, ja, mal sich bewusst auch noch trotz einer großen Liste, was alles zu tun ist, sich ganz bewusst auch noch Zeit nimmt, sich mit seinen Themen zu beschäftigen und die Rauhnächte zum Beispiel als Grundlage zu nehmen für das, was da einfach im Leben auf einen erwartet, wie das Universum da einfach in Bewegung kommt und wie das Ganze dann wie so ein Puzzlestück sich einfach zusammenfügt, was man dann letzten Endes auch nochmal nicht so sehr mit dem Kopf kreieren kann, sondern der Weg ist das Ziel. Das ergibt sich dann einfach, wenn man dem Universum einfach mal signalisiert, hey, da möchte ich hin, da oben ziele ich nach den Sternen zum Beispiel und gehe fokussiert in die Richtung diesen Weg, dass das Universum da sagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und ja, diese Möglichkeiten einfach sich ergeben und so eins nach dem anderen sich entwickelt. Abschließende Ermutigung jetzt an dich. Lausch auf dein Herz. Vielleicht magst du ja auch in die Energien der Rauhnächte eintauchen und da mal eine herzorientierte Jahresplanung machen, wo du dich dann einfach auch so komplett durch das Jahr 2018 führen lassen kannst. Ich gebe dazu auch ein kostenfreies Online-Seminar. Das verlinke ich dir gerne auch hier in der Infobox, wenn dich das interessiert. Dann sichere dir gerne ein kostenfreies Ticket. Und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten kostenfreien Online-Seminar. Ansonsten abschließende Ermutigung, lausch auf dein Herz und begib dich auch auf deinen ganz eigenen, herzorientierten Lebensweg und du wirst sehen, großartige Dinge erwarten auch dich. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, danke für dein Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.